angekündigt, ich habe vor 2 Jahren ungefähr angefangen, sehr viele Telefonate mit einer sehr ungewöhnlichen Bitte zu starten. Hallo, ich bin Katharina Kühn, Journalistin. Sie kennen mich nicht, aber würden Sie mit mir über Ihre sexuelle Orientierung oder Identität sprechen? Klar, die existiert offiziell gar nicht oder ist von der katholischen Kirche verboten worden. Eventuell haben Sie noch nie frei darüber gesprochen, aber jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt. Das ist nicht der beste Eisbrecher für ein vertrauensvolles Gespräch. Dass das Eis aber trotzdem nach und nach geschmolzen ist, das lag an sehr mutigen Menschen. Die haben von ihren Empfindungen erzählt, von ihren Verletzungen und Wunden, von der oft tief verankerten, ein Leben lang eingeübten Angst, sogar von der Wut, sogar vom Hass gegen sich selbst. Aber sie haben auch von der Liebe gesprochen, von der Kraft und der tiefen Verbundenheit, die sie empfinden. Und das ist wahrscheinlich heute hier am merkwürdigsten, sie haben von ihrem Glauben gesprochen. Die intimsten aller Gefühle am Telefon zu erzählen, das ist nicht einfach. Davon vor einer Kamera zu berichten, sich im Internet zu präsentieren, fast zu viel. Mit Name, mit Beruf, mit Gesicht, mit Berufung. Pastoralreferentin, Kantor, Seelsorger, Theologin, Krankenpfleger, Erzieherin, Religionslehrerin, Priester, Gemeindereferent, Küster, Kirchenchorsängerin. 125 ChristInnen haben den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt, trotz der Gefahr, wie wir gehört haben, ihren Job zu verlieren. Denn eigentlich darf in der katholischen Kirche weder der Seelsorger noch die Religionslehrerin queer sein. Trotz der Gefahr im Orden, in der Gemeinde und oft auch in der eigenen Familie auf Unverständnis zu stoßen. Warum musst du damit an die Öffentlichkeit gehen? Kannst du das nicht für dich behalten? Viele haben diese Erfahrung gemacht. Die Kirche liebt dich, aber diesen einen Teil von dir, den musst du verstecken, verleugnen, selber ablehnen. Aber diese 125 Menschen verstecken sich nicht mehr. Sie wollen die Kirche gestalten, sie besser machen, moderner, in einen Ort ohne Angst verwandeln. Und auch sie halten nicht mehr die Klappe. Sie treten nicht aus, sie kämpfen, sie diskutieren, sie streiten, sie vernetzen sich. Out in Church ging am 24. Januar an die Öffentlichkeit. Die Menschen zeigten sich in der ARD, im Internet, gaben Interview um Interview, geben immer noch Interview um Interview. Sie ließen Fotos von sich schießen, posteten auf allen sozialen Medien, diskutierten mit Gläubigen, Zweifelnden, AgnostikerInnen und, wenn es denn die Gesprächsangebote gab, auch mit Generalvikaren und Bischöfen. Für ihre Aktion, für ihren Mut und für ihre Strahlkraft wird die Initiative Out in Church mit dem Hamburg Pride Award ausgezeichnet. Out in Church hat die Diskriminierung in der katholischen Kirche offengelegt, um sie zu verändern. Und sie hat auch denjenigen eine Stimme gegeben, die sich noch nicht offen zeigen können, die gedemütigt, geächtet oder ignoriert werden. Wenn nun endlich das Arbeitsrecht der katholischen Kirche geändert werden sollte, dann dürfte das auch auf Druck von Out in Church geschehen. Noch schöner wäre es natürlich, wenn es unter Einbeziehung von Out in Church geschieht. Das ist nicht der Fall bisher. Und viel schöner wäre es, wenn sich die Lehrmeinung der Kirche in Bezug auf LGBTQI+-Personen ändern würde. Grüße nach Rom. Aber, und das ist sehr, sehr wichtig, die Initiative Out in Church hat jetzt schon so viel erreicht. Mehr als 500 queere KatholikInnen schlossen sich ihr an. Mehr als 120.000 Menschen unterschrieben ihre Petition, in der sie 7 Forderungen für eine Kirche ohne Angst stellt. Und für den einen oder die andere hat diese Aktion das Leben verändert. Raus aus dem Schatten, rein ins Leben voll Liebe und Akzeptanz. Viele werden noch folgen. Die Mitglieder von Out in Church waren die ersten, die sich gezeigt haben. Sie sind die Spitze, sie sind die Spitze eines Eisberges. Vielen Dank dafür und herzlichen Glückwunsch an Out in Church für den Hamburg Pride Award 2022. Da ist das Ding. Herzlichen Glückwunsch. Der Ehe Pride Award für Out in Church. Herzlichen Dank an Katharina Kühn für diese wunderbare Laudatio. Nicole hat den Preis übergeben.
Wenn jemand von euch möchte, kann er gerne einige Worte... Wir wollen alle was sagen. Bitte schön. Ich mach mal den Anfang. Habt ihr ein bisschen Lust, nach vorne ja, zu treten? Natürlich. Ich mache mal den Anfang und gebe das einfach gleich weiter. Also uns bedeutet das sehr, sehr, sehr viel. Also vielen Dank an den Hamburg Pride und an euch alle. Ich habe lange Zeit so gedacht, mal gucken, was passieren wird in der queeren Community, weil ich habe nicht so mit diesem Candy Storm gerechnet, weil es ja auch berechtigt ist zu sagen, warum seid ihr überhaupt noch in diesem Laden, wenn ihr da so diskriminiert werdet. Und von daher bedeutet uns das, glaube ich, sehr, sehr viel, diesen Support von euch zu bekommen. Und wir, also ein Teil unserer Kampagne ist, dass wir sagen, wir lassen uns nicht mehr einen Platz vor der Tür zuweisen, sondern wir nehmen den Platz in Anspruch, so wie wir sind, mitten in dieser Kirche, und niemand von uns ist falsch und wir haben Recht, dort zu sein. Ich möchte zwei Dinge anfügen. Ich habe jetzt gerade nach Kampagnenstart, nach der ARD-Doku, immer wieder auch aus meinem Kolleginnenkreis gehört, du musst ja hier nicht arbeiten, du weißt ja, in welchem System wir uns hier befinden. Da muss ich einfach sagen, also nicht der Diskriminierte, die Diskriminierte muss gehen, sondern das System muss sich ändern. Das haben wir heute Abend ja schon öfters gehört, das kann ja nicht richtig sein. Ich glaube, in unser aller Namen darf ich den Preis auch denen von uns widmen und heute Abend die erinnern, für die die Initiative zu spät gekommen ist. Die das nicht mehr ausgehalten haben, die berufliche Konsequenzen gespürt haben, die biografisch schwer beschädigt worden sind. Also auch an die denken wir, glaube ich, heute Abend nochmal in ganz besonderer Weise. Vielen Dank. Zu Beginn der Kampagne war ich sehr Feuer und Flamme und habe gedacht, ja super, das braucht Deutschland, das braucht die katholische Kirche, und habe mich dann aber nicht nach vorne getraut. Ich war verpixelt, ich war schwarz-weiß oder gelb-schwarz, also nicht erkenntlich, und es hat immer mehr, oder die Rückmeldung, die wir bekommen haben, haben mich ermutigt, mich immer mehr zu zeigen. Und das ist ein schönes Gefühl, und danke für euch, die das ermöglichen, dass wir sichtbar sind. Das ist ein wichtiger Schritt. Gibt so etwas auch euch Hoffnung, dass ihr sagt, okay, da verändert sich was? Jens, dein Blick eben nachzuurteilen nicht so. Also wir arbeiten uns erstmal nicht nur am Papst ab, sondern wir fangen mal da an, wo wir sind, da haben wir schon genug mit zu tun. Und das, was Katharina eben in der Laudatio gesagt hat, das ist ja nicht so, dass wir alle schon bei unseren Bischöfen überhaupt mal ein Gespräch gehabt hatten. In Hamburg hat das ganz gut geklappt, an anderen Orten auch. Aber es gibt ganz viele aus unserer Gruppe, wo noch nicht mal das funktioniert hat. Und es bewegt sich überhaupt gar nichts, weil irgendwelche Bischöfe Erkenntnisse haben, sondern... Das ist auch wie sonst oft in der queeren Community. Jeder einzelne Schritt, der vorangeht, ist von uns und anderen erstritten worden. Und es wird uns gar nichts geschenkt. Als so in den ersten Tagen sich abzeichnete, dass wir so viel Support bekommen, auch in der Kirche von der großen Cis-Hetero-Mehrheit übrigens, die uns sehr unterstützen und die auch sagen, das ist nicht unser Verständnis von Kirche, wie hier mit euch umgegangen wird, haben irgendwelche Bischöfe und Generalvikare, das sind so die nächsten Leitungsmenschen, so ein bisschen Pinkwashing-mäßig versucht, uns da irgendwie zu loben und uns zu danken, wie toll diese Initiative ist, weil wir jetzt endlich mal dieses Leid sichtbar gemacht haben, sagen die, die dieses Leid verursachen. Und da ist sehr viel Verlogenheit im Spiel, und ich glaube, das ist etwas, wo wir sagen, wir haben da was losgetreten, das geht nicht mehr zurückzudrehen, und gleichzeitig müssen wir immer weiter daran kämpfen. Es ist noch gar nichts erreicht. Es ist noch bis heute nichts verändert in diesem Arbeitsrecht. Es liegt ein Entwurf auf dem Tisch. Da gibt es gute Sachen drin, da gibt es vieles, was wir kritisieren, aber es ist noch gar nichts verändert. Und das ist deshalb auch, glaube ich, wichtig. Das ist nicht nur ein kircheninternes Ding, das ist ein gesellschaftliches Thema, weil wir müssen uns fragen, ob es im Jahr 2022 sein kann, dass es eine Kirche gibt, die in der Bundesrepublik Deutschland, in der Europäischen Union, das Recht hat, uns zu diskriminieren. Und ob wir das als Gesellschaft dulden und akzeptieren oder ob wir alle sagen, so geht es nicht. Und Jens, was...